Hallihallo, meine Lieben. Ja, wie ihr beim letzten Mal erfahren habt, ich bin ja jetzt bei Kreativ-ID oder kreative Idee, je nachdem, Englisch-Deutsch, wie man es aussprechen will. Und ja, wie ich eigentlich schon gesagt habe, ich bin einfach der Kartenbastler hauptsächlich. Ich mache hier und da Lesezeichenboxen, Alben und so, ja. Das ist halt mein Ding, ist hauptsächlich Karten. Ich mache viel anderes Zeug, aber jetzt so papiertechnisch gesehen ist halt einfach Karten mein Hauptgebiet. Und deshalb habe ich mir gedacht, weil ich habe ja schon gewusst, was in meinem Starterpaket drinnen ist. Deshalb habe ich mir noch was nachbestellt. Das ist Handcremen. Und das wollte ich eigentlich jetzt auch noch zeigen, weil ich finde, da gibt es echt ganz tolle Sachen, um eben auch Karten zu basteln. Einmal habe ich den coolen Stempel, das ist ein Diamantstempel, das ist von der Größe her, also das hat jetzt nicht, hat nichts wirklich zu tun mit Herstellungsart oder Material oder was auch immer, das ist einfach die Größe. Diamantstempel ist das Größte, was es gibt. Und da habe ich jetzt einmal diesen da bestellt. Das ist der TAM 0097. Und das ist halt einfach cool für Hintergründe. Habe ich mir gedacht, ich liebe ja so Kleckse und Schriften so ein bisschen im Hintergrund. Das sind Schmetterlinge, Vögel, ein Minibaum. Ja, der war cool größer. Aber ja, ist halt so klein, hat nicht mehr Platz gehabt auf dem Stempel. Und dann sind da noch verschiedene Blumen und Gräser. Das ist einmal dieser. Dann den finde ich mega, mega cool. Das ist Universum. Ja, eher wieder so für Hintergrund. Das ist TAM 0083. Und da, ich weiß eigentlich gar nicht, warum das Universum heißt, weil für mich sind es einfach so verschiedene Kreise. Aber es hat da was Galaktisches an sich, deshalb wahrscheinlich Universum. Und ich habe mir gedacht, das ist auch ganz cool, eben im Hintergrund oder gerade mal so. Das schaut ein bisschen wie so genäht aus. Und ja, auch wieder Punkte, Ecken, alles Mögliche mit dabei. Also richtig cool für Hintergründe, finde ich. Oder auch einfach so klassische Karten. Männerkarten, denke ich mal, sind damit auch ganz cool, weil Männerkarten tun mir oft schwer mit so Motive. Und da ist dann sowas im Hintergrund ganz cool. Dann habe ich mal bestellt schon mal Weihnachtsstempel. Und zwar ist das einmal festlicher Anhänger. Das heißt IST. TE 1026. Das sind diese dabei. Da steht zum Beispiel Frohes Fest bei dem Hirsch. Dann sind Socken zwar verschiedene. Da ist nochmal ein anderer Hirsch mit Hohoho. Und dann eben ganz viele kleine Zweige, Schneeflocken und Weihnachtssternblumen. Dann habe ich mir den zweiten Weihnachtsstempel auch noch gekauft. Da fehlt leider einer, der frohe Festtage. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe da schon eine E-Mail geschrieben. Ah, das ist übrigens Nummer I-STE1025. Feststerne. Da ist auch wieder so toller Kreis. Den finde ich jetzt persönlich nicht weihnachtlich. Den kann man eigentlich immer nehmen. Ah, Rehe und Hirsche sind eigentlich doch das ganze Jahr. Also, keine Ahnung, warum man das immer wieder in so Weihnachtsstempeln findet, aber ich finde, das gibt es ja das ganze Jahr. Es ist halt durch die Striche da, die schauen ein bisschen aus wie Kugeln. Wahrscheinlich ist deshalb einfach ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Aber ja, ich finde ihn richtig, richtig schön, deshalb hat er mitmessen. Und ich bin auch richtig fasziniert von Rehen und Hirschen. Ich mag die ganz gern, die Tierchen. Auch so ein Grund, warum das mit musste. Dann, ja, ich sage es jetzt einfach so, wie ich es hergelegt habe. Es ist ein bisschen durcheinander.
Ich habe mir verschiedene Perlen gekauft und da kann ich eigentlich leider nicht alle sagen, weil ich versehentlich was gekauft habe, was erst im Prospekt kommt im Oktober. Jetzt habe ich da ein bisschen aussortieren müssen, zwei Sachen. Sagen kann ich jedenfalls nur diese. Das ist schwarz-weiß matt. Das habe ich ganz cool gefunden. Das schaut in echt mega cool aus. Und es ist ein riesengroßer Bogen. Ich habe mir gedacht, also ich bin auf die kleineren Bögen gewöhnt. Ich habe jetzt gerade keinen da. Zum Beispiel da von Card Deco gibt es ja auch solche. Und der Bogen ist halt um einiges kleiner. Also das rechtfertigt dann den Preis wieder. Weil logischerweise dann mehr kosten, weil mehr drauf ist. Eh klar. Also da habe ich einmal schwarz-weiß matt mir ausgesucht. Dann habe ich mir ausgesucht blau matt. Und einmal habe ich mal glänzendes ausgesucht und zwar in grün, türkis. Da werden wir sicher noch mehr bestellen. Ich mag ja solche Halbperlen oder was sagt man denn da? Harzperlen mega gern. Durch das, dass ich einfach die ganzen Flüssigtropfen nicht mag, ist das für mich die willkommene Alternative. Dann muss ich gerade schauen, dass ich irgendwo im Untergrund. Ich hole gerade ein Papier. So, gerade als Untergrund, weil ich habe mal ganz viele Schablonen bestellt. Einmal GAB 325. Und das sind immer zwei drinnen. Und zwar, da haben wir einmal so, weiß jetzt gar nicht, wie sich das nennt, Muschel, Meer, keine Ahnung, so irgendwas halt. Das schaut ein bisschen wie Meereswasser aus. Und, aber das sind Muscheln. Dann, ach, das ist jetzt mal außen. Dann habe ich bestellt GAB 318. Das muss man ohne das V eingeben. Sonst findet es das nämlich nicht. Keine Ahnung, warum das da so steht. Und zwar ist da einmal dieses Muster. Und einmal dieses. Dann habe ich mal bestellt GAB 317. Auch wieder ohne das V. Ich denke, das ist einfach das Hilfsmittel, weil das nicht vom Hauptkatalog ist, sondern von den Prospekten. Aber die sind alle schon erhältlich. Also kann man sich alle schon ordern. Ist einmal diese Schablone. Da sind auch ein paar so kleine Teile nur drinnen. Die kann man sich gerade einfach mit die Finger ein bisschen aus wie ja, rauspulen, wie auch immer. Rausholen. Es geht manchmal ein bisschen schwieriger, gerade bei so kleinen Sachen muss man oft aufpassen, dass man nichts hinmacht. Also diese zwei. Dann haben wir GAB 313. Das ist auch richtig cool. Das sind so verschiedene Texturen. So Klecks mit Vierecke. Das schaut so aufgebrochen aus. Mauer und ja, Striche. So Zebra-like, aber ist kein Zebra. Okay. Und dieses. Dann, oh, noch mehr Schablonen. GAB 308. Das sind die Blumenmuster, genau. Dann einmal dieses Muster.
so Ranken ein bisschen. Und einmal Blumen. Da sind noch ein paar mehr Sachen drinnen geblieben. Aber es ist eigentlich alles rausgestanzt oder geschnitten, wie auch immer man das macht. Es ist leider oft nicht ganz ausgegangen. Das hat man auch bei allen Folien immer mal. Ganz normal. Diese, die letzte Schablone ist GAB 300. Das sind einmal diese Dollenkreise und diese kleinen. Denn ich hauptsächlich wegen denen großen da gekauft, muss ich gestehen, weil so kleine Kreise haben. Einige, aber egal. In dem Format eigentlich eh noch nicht. So, das waren die ganzen Schablonen. Dann habe ich noch weitere Stempel eben. Und zwar sind das jetzt die Rubinstempel. Das ist einfach ein bisschen eine kleinere Größe. Das ist der TAM 3107. Das ist so ein toller Goldfisch. Den finde ich richtig schön. Der hat eine nette Größe. Der ist zum Beispiel 8 cm, sogar mehr wie 8. Wenn man da weitergeht, 8,5 mit der Schwanzspitze. Also echt eine nette Größe. Dann habe ich einmal den Schmetterling TAM 2025 mitbestellt. Ist auch wieder in der Größe. Einmal eine Sonnenblume TAM. Achso, das ist I immer. I'm sorry. ITAM 2026 und der Stempel war ITAM 2025. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber ich glaube, da muss man nur TAM 2025 eingeben und TAM 2026. Ich glaube, ich habe es ohne dem I eingeben. Dann habe ich mal nochmal so Hintergrundstempel. Ja, so Schriftezeug bin ich immer hin und weg. TAM 3087 ist das. Ja, so kleine Texturenschrift halt. Dann habe ich ISTE 2020. Ich glaube, auch da muss man STE 2020 einfach eingeben, wenn man den sucht. Da steht alles Liebe, frohes Fest, neues Jahr und nur ein kleines Geschenk für dich. Und das ist eben auch wieder dieses Muster, wie bei dem Weihnachtsstempel da gewesen ist. Da passt da perfekt dazu. Und dann habe ich noch einen kleinen Stempel, weil ich mir gedacht habe, den anderen kleinen Schmetterling, der mir so gut gefallen hat, der ist in meinem Starterpaket, da habe ich irgendwie falsch gelesen. Da habe ich habe das große Starterpaket und das mittlere durchgelesen und dann haben wir es irgendwie im Kopf verhudelt und ja. Also kommt der andere kleine Schmetterling das nächste Mal mit. Und diesmal ist nur dieser 1001 Nacht der TAM 8057 mitgegangen. Das ist so ein kleiner Mandala-Stempel. Mandalas bin ich auch immer ganz verliebt darin. Ja, das war mein, ja, nicht ganz so kleiner Haul. Es hat schon ein bisschen was gekostet. Aber ich bin jetzt gespannt, wie die Stempel so sein und was mir alles damit einfällt. Ich setze eigentlich wieder den Link von meiner Homepage unten in die Infobox rein, damit ihr schauen könnt, wenn ihr bestellen wollt. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!